Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, die jetzigen Herausforderungen fordern unser aller Vernunft und Einsicht, ja auch unsere Geduld. Nicht auf alle Fragen wird es jetzt sofort eine Antwort geben können. Nicht auf jedes persönliche oder berufliche Problem eine sofortige Lösung. Auch werden wir alle im Moment mit Einschnitten und auch Einbußen rechnen müssen. Die vielfältigen Hilfen werden langfristig auch Einbußen im Haushalt der Stadt mit sich bringen. Das muss uns allen bewusst sein. Das riesige Rettungspaket der Bundesregierung, was am gestrigen Tag im Bundestag verabschiedet wurde, wird helfen, dass unser Land nach der Krise nicht in die Perspektivlosigkeit abdriftet. Jedoch wird diese Zeit trotz vielfältiger Hilfspakete für die meisten unter uns kein Nullsummenspiel. Stand gestern, dem 25.03., sind in Flöha 3 laborbestätigte infizierte Personen gemeldet. Zunächst einige Hinweise, wie verhalten Sie sich bei einem Verdacht? Rufen Sie Ihren Hausarzt an. Besuchen Sie den Hausarzt nicht persönlich. Entscheidet der Arzt, dass ein begründeter Verdacht vorliegt, wie etwa Fieber, Atemprobleme, und kommt der Patient aus einem Risikogebiet, aus dem Urlaub, wird ein Test eingeleitet. Bei positivem Laborbefund wird strenge häusliche Quarantäne verordnet. Oder rufen Sie die ärztliche Bereitschaft unter der Telefonnummer 116 117 an. Oder nutzen Sie das Infotelefon des Bundesgesundheitsministeriums zum Coronavirus unter der Nummer 030 34 64 65 100. Im Zusammenhang mit der derzeitig verfügten Ausgangsbeschränkung werden uns nun häufig persönlich oder telefonisch Alltagsfragen gestellt. Auf einige möchte ich heute eingehen. Dürfen zwei Wohnsitze noch aufgesucht werden, wenn sie in einem anderen Landkreis liegen? Ja, unabhängig von der Entfernung zum Erstwohnsitz. Ist der Besuch des Lebenspartners außerhalb des Freistaats zulässig? Ja, es ist allerdings auf die umfangreichen Einschränkungen der Bewegungsfreiheit anderer Bundes- und Nachbarländer hinzuweisen. Es wird dringend empfohlen, sich vor Reiseantritt über die geltenden Regelungen zu informieren. Dürfen Sitzungen, beispielsweise Sitzungen, noch stattfinden von Vorständen? Die Durchführung von Sitzungen bis zum 5. April sollen grundsätzlich vermieden werden. Dabei sollten alle Möglichkeiten zur zeitlichen Verlegung genutzt werden. Sitzungen mit hoheitlichen Aufgaben sind grundsätzlich zulässig, unter anderem Gemeinderats-, Stadtrats- und Ortschaftsratssitzungen. Ist die Tätigkeit auf einer Baustelle durch die Ausgangsbeschränkung untersagt? Nein, hierbei handelt es sich um die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit. Können Dienst- und Handwerksleistungen weiterhin ausgeübt werden? Grundsätzlich ja, soweit es sich um Ausübung beruflicher Tätigkeit handelt, da aber so weit wie möglich soziale Kontakte reduziert werden sollen. Sind Montagefahrten in Fahrgemeinschaften zulässig? Ja, auch hier, weil es sich um die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit handelt. Darf ich noch Termine mit Handwerkern machen? Grundsätzlich ja, aber aufgrund des hohen Infektionsrisikos sollten diese Termine, wenn möglich, verschoben bzw. nur in Notfällen erfolgen. Dürfen Fahrschulen noch öffnen? Nein, weil es sich um eine Dienstleistung handelt und das Infektionsrisiko zu hoch ist. Ist die Öffnung von Baumschulen und selbstproduzierenden Gärtnereien weiter zulässig? Selbstproduzierende und vermarktende Baumschulen und Gartenbaubetriebe dürfen weiterhin geöffnet bleiben. Darf ich mit meiner Familie Sport und Bewegung an der frischen Luft treiben?
Grundsätzlich ja, allerdings ausschließlich alleine oder in Begleitung des Lebenspartners bzw. mit Angehörigen des eigenen Hausstandes, unabhängig von der Anzahl. Untersagt ist aber jede sonstige Gruppenbildung größer als 5 Personen. Dies bedeutet, dass die Anzahl der Köpfe 5 nicht überschritten werden darf. Diese Beschränkung dient dazu, mögliche Übertragungswege des Virus aus verschiedenen, nicht in einem gemeinsamen Hausstand lebenden Personenkreis zu unterbinden. Was wird unter Sport und Bewegung im Umfeld des Wohnbereichs verstanden? Hierfür gibt es keine klare Definition. Diese räumliche Beschränkung ist immer mit dem Blick auf das Ziel ausgelegt, Infektionsketten durch die Minimierung von Ansteckungsmöglichkeiten zu unterbrechen. Gilt dies auch für Tagespflegeeinrichtungen im Sinne des Sozialgesetzbuches 11? Nein, Tagespflegeeinrichtungen sind generell zu schließen. Haben Bestatter geöffnet? Bestatter sind grundsätzlich nicht von der Schließung betroffen. Es kann aber örtliche Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl von Trauergästen geben. Haben Optiker und Hörgeräteakustiker geöffnet? Optiker und Hörgeräteakustiker sind als Dienstleister bzw. Handwerker von der Schließung nicht betroffen. Das ist die Beantwortung einiger Alltagsfragen und ich möchte noch auf einige Hilfsangebote hinweisen, vor allen Dingen im Bereich der Wirtschaft. Ich verweise auf das Hilfsangebot Corona-Soforthilfe für Kleinst- und Solounternehmen vom Bundesministerium für Finanzen, von der SAB Bank in Sachsen, Sachsen hilft für Einzelunternehmen, vom Bundeswirtschaftsministerium das KfW-Sonderprogramm für kleine und mittelständische Unternehmen. Ich bitte Sie, auf den offiziellen Seiten und auf der Internetseite von FLÖA sich darüber zu informieren. Und nochmals meine letzte Bitte: Verfolgen Sie nur die Informationen der offiziellen Behörden und Medien. Verbreiten Sie bitte keine Meldungen oder Berichte über angebliche Experten von drohenden Horrorszenarien oder Verschwörungstheorien. Das ist verantwortungslos gegenüber seinen Mitmenschen und der Gesellschaft in diesen Zeiten. Ja, mittlerweile auch eine Straftat. Ich wünsche Ihnen für die nächste Zeit alles Gute und vor allen Dingen bleiben Sie mir gesund.